Würdest du auch so Nacktporträts machen, so vor allem? Vielleicht sogar schon, ja. Bellmann. Ja. Wie nochmal? Au, mich hat was gebissen. Etwas leichter bekleidet. Ja. Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir wieder 6 bezaubernde Damen hinter diesem Vorhang und einen sehr, sehr starken Kandidaten, der heute blind daten wird. Und den stelle ich euch jetzt mal in einem Trailer vor. New Kids Marlon ist Comedian aus Berlin. Auf TikTok und Insta findet er gerade bei der männlichen Zielgruppe Anklang mit Sprüchen wie: Seitdem ich schwimmen kann, ist Ariel nur noch mehr Frau. Haha, ich brech weg hingegen, weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Ob Single Marlon heute ein verdorbenes Obst hinterm Vorhang findet, das doch noch genießbar ist, wir werden sehen. Was geht ab? Alles gut? Ja, klar. Freut mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich hier. Weite Reise gehabt? Ja, von Berlin aus bin ich jetzt hier hingekommen. War schon eine gute Reise von mir. Hoffen wir mal, du findest dein Perfect Match. Sagst du, du hast Plan von Mode? Würde ich von mir behaupten, ja. Ja, okay, gut. Ja, schon mal wichtig. Mhm. Weil würde ich sagen, schnackelfackel nicht lang mit den heißen Beinen, ja, dies, das. Dreh dich einmal kurz um, jo. Wir machen Vorhang hoch und dann geht's los. Runde 1. So, wir sehen die Füße, liebe Freunde. Du darfst ja mal umdrehen. Ja, also mich interessieren Schuhe ehrlich gesagt nicht so. Deswegen stellt euch mal bitte alle auf ein Bein. Wie lange auf dem Bein? Solange sie können? Ja, solange sie können. Und die erste, die wieder runter ist, also das Bein auf dem Boden hat, die fliegt direkt raus. Also warte, knallharter Prozess, kurz so zack, zack. Ja, man muss auch ein bisschen Balance im Leben haben. Auf 3, Mädels. Ihr dürft euch einen Fuß jetzt aussuchen. 1, 2, 3. So, mal was gucken hier. Ja, noch hätte ihr da durch. Das kann ja, wie, warte mal, sind die alle hier so sehr auf Balance? Das Bein bitte ein bisschen höher, Nummer 6, Nummer 2 auch. Nee, wird sich echt nicht festgehalten. Kandidatin Nummer 1 ist von mir getriggert worden. Kandidatin Nummer 1. Ja. Bist du traurig? Nee, ist okay. Ich muss nicht alles können, ich kann andere Sachen. Was kannst du gut? Synchron sprechen. Mach mal. Hast du ein Beispiel für uns? Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Kannst du deine Stimme noch anders verstellen? Senpai, Sadi. Warte, ich glaube, wir können Kandidatin 1 nicht rausschmeißen, oder? Was sagst du? Eigentlich geht's nicht, ne? Sollen wir Kandidatin 1 trotzdem rausschmeißen? Du entscheidest. Wir können auch sonst ein bisschen über die Schuhe reden. Weil sie hat gerade viel Plus gemacht. Ne? Ja, das stimmt schon. Also ich muss sagen, das war auf jeden Fall ein Talent, was man einsetzen kann. Thank you, Sani. Ich glaube, Kandidatin 1 ist eine Runde weiter. Ja. Das können wir nicht machen. So. Ja, das war zu gut. Kandidatin 2 kannst du auch so cool reden. Tatsächlich habe ich eine Synchronsprecherausbildung gemacht. Oh, wow. Ach du heilige Scheiße, aber das ist total unauthentisch und keiner synchronisiert irgendwas so. Das war auch nicht schlecht. Ja, das war, ja. Könnte so in so einer Serie sein. So. Kandidatin Nummer 3? Kannst du irgendwas Cooles mit deiner Stimme? Tatsächlich nicht, nee. Okay, Kandidatin Nummer 4? Ich bin auch Synchronsprecherin. Hä? Hey, wollt mich gerade verarschen? Haben wir ein ganzes Filmteam hier? Ja, doch. Genauso wie die anderen. Nummer 5? Nein, ich bin keine Synchronsprecherin. Guess what? Nicht alle. Nummer 6? Nee, ich auch nicht. Ich würde erstmal schon mal sagen, dass die Leute, also die Synchronsprecherinnen, alle safe sind. Erstmal. Ja? Ja. Also, das war auf jeden Fall ein Talent, was nicht schlecht war. Also 1, 2 und 4 war das, ne? Mhm. Wir können alle zusammen einmal Juhu schreien. Juhu! Aber habt ihr denn andere Talente? 3, 5 und 6? Nummer 3? Keine Ahnung, du kannst mich was fragen, was ich machen soll, dann mach ich's. Wir haben ja gefragt, ob du synchron sprechen kannst. Ich bin untalentiert, tut mir leid. Kandidatin Nummer 5, let's go! Also ich weiß nicht, ob das ein Talent ist. Also was Sprache angeht, spreche ich fließend Englisch. Und ansonsten fotografiere ich ziemlich gut. Wir sind jetzt bei einem Bewerbungsgespräch, hast du gemerkt? Was fotografierst du so? Meistens Natur, aber ich werde auch sehr oft gefragt, ob ich meine Freunde fotografieren kann für Fotos, für Insta und so. Okay, würdest du auch so Nacktporträts machen so vor allem? Wenn die Person mir sehr nahe steht, vielleicht sogar schon, ja. Wir können ja mal ein bisschen näher hin, dann seid ihr näher aneinander. Nummer 6? Ich würde sagen, dass ich sehr multitaskingfähig bin. Okay, dann sing uns einen Song. Ja, aber was hat das denn mit Multitasking zu tun? Stimmt, ich habe gesagt, nix. Ich bin keine Sängerin, ne? Also hallo? Mach kurz einen Prozess. Sag, wen du raushaben willst, wir müssen jemanden raushaben. Ich würde, glaube ich, Nummer 3 nehmen. Ich fand ein bisschen zu wenig Einsatz. Darfst einmal nach vorne kommen. Keiner. Genau. Tut mir wirklich leid. Alles gut. Was kannst du denn noch? Erzähl mal. Ja, ich bin auch Sportler, würde ich sagen. Was machst du denn? Also Volleyball spiele ich, mach Yoga, ich war auch im Gym. Dann ab geht's Volleyball spielen. Runde 2. Dreh dich gerne einmal um. Ja. Jetzt können wir vielleicht auch mal ein bisschen auf die Outfits eingehen, ne? Ja, zur Abwechslung. Oder wollt ihr noch mal auf einem Bein stehen?
Ja, wir sehen hier Tattoos, ne? Oh, ja. Warte mal, ihr habt alle Tattoos. Sex hat keine Tattoos. Das ist das so eine Cargo-Jeans mehr mäßig, ne? Immer auf chillig angelehnt. Schön entspannt. Schon voll kaputt, aber. Manchmal harte Zeiten im Leben, Nummer eins. Manchmal harte Zeiten. Nummer zwei ist auf Classic unterwegs. Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Ich glaube tatsächlich, mir gefällt die Hose von Nummer 5 am besten. Diese auf Chill? Ja, ich finde die schon schick. Also sagst du Nummer 5 direkt nächste Runde? Die machen wir schon mal safe, ja. Willst du noch jemanden safe machen oder sollen wir eine Frage stellen? Wir machen erstmal eine Frage. So, nämlich meine Frage an euch ist, was würde euer Ex sagen, ist eure größte Red Flag? Wir fangen an bei Nummer 6. Also ich habe keinen Ex, aber wenn ich einen hätte, boah, schwierig. Also ich bin oft zu spontan, glaube ich, würde ich sagen. Okay, Nummer 5. Also mein Ex würde sagen, dass ich zu gut zu Menschen bin und deswegen viele Menschen das gerne ausnutzen. Auf gut Deutsch naiv? Ja, würde ich auch gerne sagen. Oder nennt man das nicht naiv? Ja. Okay, Nummer 4. Ich glaube, mein Ex würde sagen, dass ich ein bisschen zu viel overshare. Also ich nehme kein Blatt vor den Mund und das ist, kann man auch manchmal gegen mich verwenden. Also sehr ehrlich, sagst du? Ja, viel zu ehrlich manchmal, brutal ehrlich. Nummer 2? Mein Ex würde sagen, dass ich sehr viel nachdenke. Mhm. Und Nummer 1? Dass ich rede, ohne zu denken. Mhm. Also wird hier eigentlich bei allen Ehrlichkeit groß geschrieben, würde ich mal sagen. Vor allem alle haben Red Flags genommen, die keine Red Flags sind. Deswegen habe ich auch alle gedacht. Haben Sachen genommen, mit denen man nur Plus machen kann. Da, Nummer 6, darf ich mal fragen, wie alt du bist? 23. 23? Sollen wir von allen Alter fragen? Ja, gerne. Ne? Also Nummer 1? 23 auch. Nummer 2? 28. Nummer 4? 19. Nummer 5? 26. Bunt gemischt, ne? Irgendwas dabei, wo du sagst, geht nicht? Nö. Wie alt bist du nochmal? Ich bin 21. Ja, dann ist 19 auch fit. 28 kann man auch mitnehmen. Wir nennen das ja umgangssprachlich MILF oder so, ja, ne? So ungefähr so. War ein Spaß. Ich habe noch keine Kinder, also. Mich nennen viele Mom, ich kann auch das MILF. Heißt, ja, Mom, leck the fuck. Mom, ja, okay. Nummer 5 hast du gesaved. Würdest du noch jemanden safen? Würde ich noch jemanden safen? Ich glaube, Nummer 2 würde ich safen, weil mir da auch nochmal die Antwort sehr gut gefallen hat. Ich glaube, den Rest. Alle raus, ne? Alle raus! Ja, wir wollen ja jetzt nicht so radikal sein, ne? Nee. Nee. Ich glaube, ich würde Nummer 4 rausnehmen. Ja? Ja. Nummer 4, du darfst einmal zu uns kommen. Bitte nicht sauer werden, bitte nicht hauen. Du hast voll viele Tattoos, die sind cool. Ja, ja. Was geht? Hi. 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 Marlo. Was geht? Woher kommst du? Aus Köln, aus der Innenstadt. Krass, wie ist in der Innenstadt zu wohnen? Ich glaube, cooler als in Berlin. Das kann sein. Berlin ist ja sehr hektisch, ne? Das war ein Shoot, ne? Ich weiß, geschossen. Aber ich bin ja nicht gebürtiger Berliner, ja? Also, woher kommst du? Zugezogen ist ja noch schlimmer. Ja, ich kann es aber nicht ändern. Was war es jetzt, zu lässig oder? Nö, also. Ja, doch, vielleicht so ein bisschen zu sportlich. Ich bin eher so der etwas elegantere Typ. Sieht man nicht, Digga. Alles weiß ich auch nicht. So. Sieht man gar nicht. Nein. Nein, null. Nimm's nicht versucht, es tut mir leid. Alles gut. Gut, danke schön. Ja. Ich sag dir ehrlich, wir müssen noch jemanden auswählen, leider. Ja, ja. Noch jemanden. Deshalb, ich würde sagen, du haust noch eine Frage raus, hast ja ein paar Fragen mitgebracht und dann gucken wir. Ja, also für mich ist es allgemein wichtig, ne, egal wie alt man ist, dass man immer so ein bisschen Kind in sich hat. Deswegen wollte ich mal fragen, kann denn jemand von euch mit den Achsel furzen? Ja. Bitte gerne einmal melden. Ihr könnt jetzt dick plus machen. Also du kannst es mir gerne beibringen, wenn das innere Kind in dir noch lebt. Also in der Dusche kriege ich es hin, ob ich hier das hinkriege, das weiß ich nicht. Ja, und warum erwartest du es dann von uns, dass wir es können ohne Dusche? Oh. Ehrlich. Wir können auch duschen gehen. Ach. Oh. Okay, ja, die Frage hat uns nicht weitergebracht, ne? Nee, nicht wirklich, ne? Könnt ihr denn alle mit der Zunge schneizen? Okay, wer am lautesten schneizt, ne? Wer am lautesten schneizt, ja. Kandidatin Nummer 1. Nochmal? Kandidatin Nummer 2. Kandidatin Nummer 5? Nummer 6? Die waren alle gleich laut. Kann niemand diese. Oha. Ich wollte kurz flexen, sorry. Ja, ist okay. War kurz mein Moment. Ja, okay. Abonniert mich auf YouTube, Herr Seddo. Das hat dir gar nichts gebracht schon wieder, ne? Wenn das mit dem Schnalzen nicht funktioniert, können wir euch eine andere Chance geben. Versucht es doch einfach mal mit irgendwelchen Geräuschen, die ihr gut könnt. Also ihr könnt machen. Oder. Scheißegal. Also was ihr wollt. Kandidatin Nummer 1. Serie. Ja. Alarmanlage. Okay, Kandidatin Nummer 2. Wie bitte? Okay. Kandidatin Nummer 5. Also ich weiß tatsächlich kein Geräusch, was ich wohl sagen könnte. Das kann ich sehr gut. Improvisier mal. Ich glaube, ich könnte bellen, keine Ahnung. Bell mal. Ja. Wie nochmal? Auch, mich hat was gebissen. Okay, Nummer 6. Nee. Die waren alle gut, aber du musst entscheiden, was du am schlechtesten fandest. Also ich glaube, am besten fand ich diese Sirene. Das die war krass, mal, ne? Das war schon ordentlich, ne? Vor allem mal was Außergewöhnliches. Ich glaube, ich würde Nummer 2 sagen. Nummer 2, mach noch mal dein Geräusch, was du gerade gemacht hast. Nee, jetzt nicht mehr. Gut, dann komm einmal zu uns rum. Was geht? Hallo.
Na? Alles gut. Hi, Jen. Tut mir leid. Gar kein Ding. Ist voll süß, du entschuldigst dich bei allem. Also, ey, tut mir leid. Ich fühle mich immer voll schlecht, wenn ich hier jemanden rauswähle, ja? Nee, das muss leider sein. Wer manchmal weiß, wie es wäre, wenn du hinterm Vorhang wärst. Ja. Bei den Schuhen, mach mal diese Stepptanz, geht das damit? Nee. Aber ich kann dir sagen, mit Cowboystiefeln werden nicht nur Pferde geritten. Okay, ich, ja, ciao. Besser weg. So. Jetzt macht ihr noch mehr Zeit. Okay, wir haben. Ey, was flüstert ihr? Sagt mal bitte laut, was ihr geflüstert habt. Gar ja. nichts. Was habt ihr geredet? Ey, weiß ich gerade selber nicht mehr, ehrlich. Einfach random, irgendwas Belangloses. Ja, jetzt sieht man unsere Boobies. Ach, stimmt, du hörst ja alles, ne? Ich kann ja trotzdem reinschneiden, was die geflüstert haben. Ich meinte einfach nur, oh Gott, jetzt wird's ja höher gemacht, jetzt sieht man unsere Boobies. Hättest du ja auch einfach sagen können, wäre eingefallen, ne? Du hast recht, der Vorhang wird jetzt höher gemacht. Und jetzt sieht man eure. Nein. Kannst dich nochmal umdrehen. Klappt. Runde 3. Okay, wir sehen jetzt die kompletten Outfits. Du darfst dich aber umdrehen. Jetzt müssen wir echt nochmal diesen modischen Aspekt reinbringen. Mhm. Mir gefällt das letzte Top eigentlich ganz gut. Das ist so ein bisschen, sag mal, so 70s. So von den Farben her würde ich so zumindest sagen, so hippie-mäßig, ne? Nummer 6, was hast du dir bei deinem Top eigentlich gedacht? Ich fand's halt einfach fresh. Also, keine Ahnung, ich zieh sehr basic an. So nix mit irgendwas. Und hier die Bänder, das war schon so, wow, ist mal was anderes. Mhm. Ich find's nice. Ja. Nummer 5, zeig mal deine Nägel. Nicht schlecht. Schön sommerlich. Ja. Diese 17 cm, ne? Kannst du Red Bull selber aufmachen? Ja. Okay, stark. Immerhin. Ja, und dann haben wir halt noch Nummer 1, ne? Genau. Etwas leichter bekleidet. Ja. Das Problem ist, ich weiß, wer dahinter steht. Das ist mein Scheißproblem. Gut, dann schießen wir mal ein bisschen schärfer jetzt, ne? Ja. Man kennt mich so ein bisschen so für meinen Humor. Und das geht ganz gerne mal ein bisschen unter die Gürtellinie. Deswegen wollte ich mal euch nach eurem besten Witz fragen, aber der so mal wirklich an die Grenzen, sag ich mal, geht. Also eigentlich etwas, was man nicht sagen dürfte. Wir machen aber hier einen dicken Disclaimer hin. Ja. Es geht gerade wirklich nur um einen Witz mit schwarzem Humor oder was auch immer ihr euch da einfallen lasst. Umso besser, umso mehr es Marlon catcht. Umso besser. Wer will anfangen? Weiß jemand schon? Also ehrlich gesagt fühle ich mich nicht so wohl, so zu krasse Witze zu machen, aber mir fällt auch gerade keiner ein. Okay. Dann einfach irgendein Witz, der dir einfällt. Was ist weiß und fliegt nach oben? Keine Ahnung. Eine behinderte Schneeflocke. Da war schon unterirdisch, ne? Also. Ich wollte es nicht ausbrechen. Okay. Ey, Kandidatin Nummer 1, ich erwarte übel viel gerade. Ich bin gar nicht so ein Mensch, der so schwarzen Humor hat oder so. Ich bin eher so. Nee, es tut mir voll leid, aber ich bin eher so ein Mensch, ich würde dich halt so roasten die ganze Zeit. So, das ist mein Humor. So, ich mach dich einfach fertig, triff dich manchmal persönlich aus Versehen, aber auch dann cool. Entschuldige ich mich. Und wenn du mir sagst, es geht über die Grenze, dann sag ich, okay, ich mach's nicht mehr. Und dann passiert es aber trotzdem manchmal wieder. Und irgendwann versuche ich es zu ändern, aber es bin halt ich so. Es tut mir voll leid. Hast du gar keinen Witz für uns parat? Springt ein Baum aus dem Fenster, beide tot. Der war ein richtiger Schenkelklopfer. Ja, oder? Darf ich eine Frage stellen? Bitte. Was ist dein Sternzeichen? Widder. Oh mein Gott! Was heißt das? Guck mal. Was ist denn Widder? Was, Aries oder was? Ja. Was bedeutet das denn, wenn Widder und Widder zusammenkommen? Ist gut oder schlecht? Ein bisschen viel Temperament, würde ich sagen. Du meintest ja schon, dass du so schlagfertig bist. Ich wollte auch mal gucken, was, wenn du mich verprügeln könntest, ja? Wie würdest du das anstellen? Sagen wir mal beispielsweise, er will gehauen werden. Okay. Wie würdest du vorgehen? Ich habe richtig Bock irgendwie in letzter Zeit, okay, schon länger, weil ich habe mich noch nie geprügelt, einfach so einen Kopf zu nehmen gegen mein Knie zu hauen. Ich liebe diese Antwort. Ich liebe diese Antwort. Das würde mich so richtig befriedigen, das zu machen irgendwann mal. Sollen wir 5 und 6 auch mal bitte fragen? Nummer 5. Oh mein Gott. Ihr dürft ruhig ausrasten. Das ist immer noch ein Disclaimer, diese Folge. Die komplette Folge eigentlich. Die Nägel, die haben halt irgendwo auch einen gewissen Use, ne? Ich würde wahrscheinlich anfangen zu kratzen, wenn ich dich sehen würde. Und eventuell jemandem richtig eine Ohrfeige zu geben. Okay. Mhm. Nummer 6. Ja, ich bin natürlich gar keine Schlägerin. Ich mache das mit meinen Worten. Also ich kann schon echt. Also man will mich nicht wütend erleben. Deswegen schlagen halt nicht so. Aber ich würde gerne mal jemandem so einen Kick geben. So richtig so, peng. Habt ihr schon alle mal überlegt, Kampfsport zu machen oder so? Kampfsport wäre eine Überlegung. Ja, ich habe mal Jujutsu gemacht, aber auch Taekwondo gemacht. Welche Leistungssportlerin möchtest du drin behalten? Ja, also ich finde das zwar schön, dass du so offen und ehrlich warst, so, aber ich glaube, eins war mir ein bisschen zu extrem dann an der Stelle. Mit dem Kopf? Ja, also. Echt? Weiß nicht. Ich habe das gefühlt. Irgendwo hört der Spaß auch auf, ne? Okay. Gut, Nummer 1, du darfst gerne einmal zu uns kommen. Das ist die Dev. Hi. Hi.
so random. Und du siehst aus wie Apache ein bisschen, so in blond. Apache oh, darf ich das nicht sagen? Ich hab's nicht exposed, sorry. Hey, warum darfst du es nicht sagen? Ach, ich dachte, damit die das nicht wissen. Die wissen doch immer noch nicht, wie der aussieht. Mach mal nochmal deine Stimme, Dings. Ach so, das reicht. Das ja. Ich hab gedacht, das war noch okay, okay. Nee, alles gut. Dann danke fürs Mitmachen. Bitte, geh ich jetzt, okay? Das ja, einfach raus. Bye. Dahin, wo du hergekommen bist. Das Finale. Wir sind im Finale angekommen, liebe Freunde. An den Outfits verändert sich nichts. Wir können jetzt nicht schon das Gesicht releasen. Aber du kannst diese Totschlagargumente jetzt rausholen. Naja, wir können einfach mal so schauen. Nummer 5. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. 6 kannst du weitermachen. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. No, also, da konnten beide jetzt gerade direkt mit punkten, ne? Ich brauch nicht Vater, Mutter, Bruder. Was ist das denn? Oh, ich kenne das nicht, aber ich weiß den Text nicht. Kennt ihr alle nicht? Ich kenne das auch nicht. Echt? Nö, sag mal, ich. Nein, ich sing's auch besser nicht. Ich kenne das. Macht mal Schere, Stein, Chance einmal, nur um zu gucken, wer gewinnen würde. Schere, Stein, Papier, bis 1. Achso, wir zwei jetzt hier? Ja, ihr zwei. 1 gegen 1, okay. Würde mich nur mal interessieren. Ah, Trash. Mit 7 Sekunden Nachlaufzeit, ne? Muss man auch dazu sagen. Komm, lass uns mal spielen kurz. Soll ich die Verliererin nehmen? Du nimmst die Gewinnerin. Und dann gehen wir auf ein Date alle zusammen einfach. Mhm. Könntet ihr eine Beziehung führen, bei der der Sex einfach schlecht ist so? Also ich würde ihn einfach verbessern. Einfach verbessern. Zusammen dran arbeiten, sagst du? Genau. 4 Hände sind besser 4 als 2. Ja. Nummer 5. Ich teile tatsächlich die Meinung. Das ist langweilig, ne? Du bist jetzt einfach nachgezogen, ne? Ja gut, das ist halt meine Meinung. Ihr macht es uns echt nicht einfach, ich sag euch ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich date euch, weil ich kriege nichts aus euch raus. Was wäre so ein Fetisch, den ihr überhaupt nicht, okay, also gar nicht akzeptieren könntet innerhalb einer Beziehung? Egal welche Art, also es muss jetzt nicht hier so. Kriminell sein. Genau. Nummer 6? Also was so gar nicht geht, ja dieses krasse mit Schlagen und Ketten und was weiß ich. Also in diesem Bereich wolltet ihr jetzt ja gehen, ne? Ja, oder so Fuß, dieser Klassiker halt, ne? Fußfetisch. Also wie kann man Füße geil finden? Also wer direkt upturn, so, du findest Füße geil, ich finde dich nicht geil. Statement. Ja. Schießt du für die Füße oder BDSM? Nee. Okay, 5? Bei mir wären es tatsächlich Fäkalien und teilweise auch, ja, dieses, also behindert schlagen und so muss jetzt nicht sein. Da gibt es ja auch Menschen, die da draufstehen. Aber ja, ansonsten bin ich eigentlich. Ich glaube, die haben das beide gesagt wegen Dings, wegen deiner Frage vorhin. Stimmt, ja. Wenn du mich verprügeln würdest. Vielleicht musst du einmal gerade rücken, dass du damit wahrscheinlich nicht meintest, dass du verprügelt werden musst. Nein, auf gar keinen Fall. Du wolltest einfach nur Kreativität kitzeln, ne? Was hörst du denn so für Musik? Ich? Mhm. Vielleicht kannst du es ja erraten, wenn ich dir so ein bisschen so. Sage so. Du hast eben schon mal sowas mit 70er gesagt, vielleicht echt so diese Richtung, so 70er, 80er. Ja, es geht so in die Richtung. Ja. Sing mal du einen Song, den du magst. Ne, wir haben ja eben gerade hier, ne? Verdammt, ich lieb dich. Echt? Ich lieb dich nicht. Ne? Also so die deutsche. Hast du privat im Auto so beim Fahren? Immer. Ne? Krass. Immer. Viel moderne Musik ist für mich nicht so die Musik. Okay, also, das ist echt. Also los. Nee, da bin ich nicht hinter. Mm. Nee, ne? Vielleicht mal so ein bisschen an dem Ganzen anzuknüpfen. Vielleicht konntet ihr ja schon mal so raushören, dass ich so ne, 80er-Songs und so ganz gut feiere. Welche Frisur trägt denn euer idealer Mann? Nummer 5? Gibt's bei mir nicht ideal. Also wenn der Mann mir gefällt, gefällt er mir. Ich muss jetzt nicht unbedingt jemanden haben, der genauso lange Haare hat wie ich. Aber ansonsten tue ich das nicht. Mhm. Nummer 6. Kategorisieren. Ja, ich denke mir auch, Frisur ist egal, aber ich finde, so Locken sind ganz nice. Und ja, wie soll ich jetzt sagen? Ja. So von den Dunkelhäutigen, so diese nicht Dreads, sondern halt diese Haarstruktur generell von Dunkelhäutigen, das ist nice. Also ich Locken, keine Ahnung, Dreads. Okay. Also in diese so Richtung. Afro-mäßig. Also Kandidatin Nummer 1 vermeidet gerne lange Haare. Kandidatin Nummer 2, also Kandidatin Nummer 5 vermeidet lange Haare. Kandidatin Nummer 9 inzwischen genau. Mag Locken. Wenn wir 1 und 1 zusammenzählen, ne? Na, dann ist die Entscheidung fällt mir. Aber du kannst natürlich selber entscheiden, ne? Ja, ja, klar. Du hast die Jogginghose sehr gefühlt. Aber mir gefällt das Top sehr gut auch von Nummer 6. Ich glaube, ich würde mich dann für die Nummer 6 entscheiden. Okay, alles klar. Dann darf die Nummer 5 bitte einmal nach vorne kommen. Hi. Hab ich gar nicht erwartet, jetzt das Gesicht. Okay, hallo. Alles gut. Hi, Marlon. Shirley, hi. Wie heißt du, Shirley? Shirley, ja. Auch ungewöhnlich, ne? Habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Und willst du uns was über dich erzählen? Irgendwas Tolles? Ja, also. Was ist deine Lieblingsfrucht? Ich würde sagen Passion Fruit. Passion Fruit. Hm. Und deine? Meine? Passion Fruit. Banane. Ja. Banane, okay. Gut, danke für euch beide. Dankeschön. Okay, ciao.
Wir haben echt heute 9 Kandidaten anscheinend da gehabt und die 9. hat sogar gewonnen, ne? Du darfst einmal gerne zu uns nach vorne kommen. Ich habe mich nicht getraut, deswegen. Hi. Hi. Was geht? Genau, ich habe ein ganz anderes Gesicht. Ja, wir machen mal ganz kurz stehen hier. Ja. Froh, dass ich hätte nicht gedacht, dass ich bis zum Ende bleibe, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Ich war auch überrascht. Ja, warst du überrascht? Was hast du bei mir so gedacht? Ich dachte, um ehrlich zu sein, die 4 hält lange durch. Weil, also vom Outfit her sehr clean. Antworten, ja, am Anfang sehr schwammig. Ja, bei mir doch auch. Also ich kann deshalb, deine Antworten am Anfang waren super schwammig, ne? Ja, super. Ich ja, okay. Dir. Ich danke euch. Ja. Jetzt könnt ihr euch einfach verpissen und daten. Wir verpissen uns. Ja. Machen oder auch einfach, nicht. Ja, jetzt sind sie endlich alle weg, liebe Freunde. Dann können wir das Video auch beenden. Falls ihr selber mal mitmachen wollt, checkt den Link in der Videobeschreibung. Dort findet ihr ein Anmeldeformular. Und wenn ihr schon dabei seid, dann drückt unbedingt den Abonnieren-Button, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Oder ihr checkt meinen anderen YouTube-Kanal ab. Dort sind wir jeden Tag mit Reactions live. Bis dahin, haut rein und bis bald. Ciao. Scheiß auf die rosa-rote Brille. Jung verliebt und farbenblind. Würde dich lieben, gerne malen. Wenn ich nur wüsste, wo die Zahlen sind.